Wir begrüßen Sie. Guten Abend aus Toronto. Guten Abend zum Auftakt des vierten Weltpokals. Kanada begrüßt Sie zum ersten Spiel dieser vier Wochen Fußball. Wir sind riesig gespannt auf dieses Turnier, freuen uns drauf. Ein spannender Gastgeber, ein tolles Auftaktspiel und jetzt zunächst die Hymnen. Toronto freut sich, in den letzten Jahren eine der Fußballhauptstadt Nordamerikas geworden durch die tollen Erfolge des Vereines aus Toronto. Das ist die Elf, angeführt vom Kapitän von Atiba Hutchinson mit der 13 im Mittelfeld. Arfield ist der Star davor und natürlich bekannt auf der linken Verteidigerposition Davis von den Bayern. Die Waliser mit dem Offensivtrio Bale, Vokes und James, Ramsey zentral, Hennessy im Tor, wollen heute in dieser Gruppe A den ersten Schritt machen und wieder, wie schon im letzten Jahr, das Weiterkommen schaffen. Es kann losgehen. Anstoß hat der Gastgeber Kanada in den roten Trikots in den vierten Weltpokal. Vier Wochen Fußball, 64 Spiele. Wir suchen den vierten Sieger nach Deutschland, Brasilien und Ghana. Die letztgenannte Mannschaft nicht mal dabei, hat die Qualifikation gegen Nigeria verpasst. Die deutsche Mannschaft beginnt in einigen Tagen mit dem Auftakt ihrer Gruppe und Brasilien bereits morgen gegen Kroatien. Erste Ecke für Wales. Und erste Aktion für Scott Arfield. Mittelfeldspieler, der bei der Ecke hinten aushilft. Bale gegen Davis. Das ist die linke Seite, zusammen noch mit Ashton Morgan. Der hat kürzlich Toronto verlassen. Schauen wir zunächst auf Bale. Morgan hilft aus. Also Ashton Morgan, er hat sein ganzes Fußballerleben in Toronto gespielt, jetzt den Verein im Frühjahr verlassen Richtung Salt Lake City. Freistoß gepfiffen für den Gastgeber, für Kanada. Und jetzt kriegt er den noch. Arfield. Abgeblockt, erste Aktion im Strafraum der Waliser, sofort gefeiert vom kanadischen Publikum. Hier ist der Fußball der Frauen eigentlich der deutlich erfolgreichere. WM-Teilnahmen, Gastgeber 2015. Jetzt sollen die Männer auch mal ihre Chance bekommen, hier beim Heimweltpokal sich zu zeigen. Und das große Ziel natürlich erstmal die Gruppe überstehen mit Uruguay, Schottland und Wales, eine interessante Gruppe, die Kanadier bekommen haben. Uruguay morgen, großer Favorit natürlich, nach zwei verpassten K.O.-Runden endlich mal wieder das Weiterkommen zu schaffen. Wenn nicht jetzt, wann eigentlich dann noch für den Weltmeister von vor 90 bzw. 70 Jahren? Und dahinter Schottland, Wales und der Außenseiter Kanada. Mehr sind sie noch nicht, da müssen sie sich reinkämpfen.
Davis. James. Und Brooks. Aufhielt. Schickt Piet. Das ist die Spitze, David. Aus Fendt. Belgien hat sich durchgesetzt im Duell der durchaus vielen Möglichkeiten vorne. Alternative wäre auch noch Cavallini von Vancouver gewesen. Ricketts. Am Ende hat sich der Trainer John Hurtman, und auch das ist ein spannender Mann, entschieden für Jonathan David. Hurtman, der hat vor 5 Jahren noch die Frauen trainiert, Kanada, und ist dann vor einiger Zeit gewechselt zu den Männern mit der großen Aufgabe, die stark zu machen. In Kanada ist es, was die Öffentlichkeit angeht, durchaus ein mutiger Schritt. In fast jedem anderen Land würde man sagen, klarer Aufstieg, Männermannschaft steht im Mittelpunkt. Hier in Kanada ist es ein bisschen anders. Da müssen die Männer erst noch zeigen, was sie können. Die Frauen sind hier deutlich weiter. Gilt sicherlich auch für den Nachbarn, für die USA. David, gut den Ball gesichert, hängen geblieben. Aber nochmal, Arfield. Ornette, die Chance für Arfield. Und Hennessy, erste Aktion für Wales Torwart, für Wayne Hennessy. Es gilt ihn so oft wie möglich heute Abend zu fordern aus Sicht von Hurtman. James. Bedrängt, aber nicht gestört. Oh, das ist zu leicht. James, gut durchgesetzt. Und fast das Tor für die Waliser Sandbergs. Der große Star letztes Jahr bei den Walisern, auch schon in der Quali wieder richtig gut aufgespielt. Die Waliser ja ohne Gegentor qualifiziert. 3-0 und 1-0 gegen Schweden. Kanada natürlich ohne Quali zum ersten Mal beim Weltpokal überhaupt dabei. Foul von Davis an Allen. Freistoß für Wales. Davis. Brooks. Eine Veränderung in der Verteidigung bei den Walisern. Mit Brooks. Nächste Flanke, nächster Kopfball. Das erste Turniertor für Wales durch Sandbergs. Knappe halbe Stunde gespielt. Und die Dragons, die Waliser, gehen in Führung durch den besten Mann des letzten Jahres. Gute Flanke, starker Kopfball. Das war eine Gefahr, vor der Hurtman gewarnt hat. Und jetzt ist es passiert, das erste Mal, dass der Gastgeber nicht das erste Turniertor schießt, sondern der Gast sozusagen, Wales, mit Wilkes, der sich durchsetzt gegen Morgan und Jakovic. Die Flanke von James. Und Bojan im Tor der Kanadier ist machtlos, das erste Mal geschlagen. Ganz erfahrener Torwart von Roter Stern Belgrad, Zvezda Zvezda. Heute sein 50. Länderspiel. Sie wollten sich auf ihn verlassen, haben ihn eingesetzt, auch wenn es mit Lütwiller einen Backup gibt, der in England spielt, bei den Blackburn Rovers. Aber Milan Bojan, das war dann doch die klare Entscheidung von Hurtman. Jetzt ist er geschlagen, halbe Stunde gespielt. Wales führt in diesem Eröffnungsspiel. Sandbergs listet sich ein als erster Torschütze des Weltpokals 2020. Flanke von Bale, harmlos für Bojan.
Davis kriegt den Ball nicht. War draußen. Einwurf. Wallet. Piet. Und Arfield. Arfield Hutchinson, das ist das spielgestaltende Element Kanadas. James schießt den Mitspieler an. So können sie es klären. Daniel Henry, Innenverteidiger, der in Korea spielt. Mannschaft ist sehr verteilt weltweit. Eigentlich in fast jeder Liga, in fast jedem Kontinent irgendeiner vertreten. Viele auch noch in Kanada. Die drei Großen spielen ja mit den US-Mannschaften. Vancouver, Toronto und Montreal. Hier spielt in diesem Stadion der zuletzt sehr erfolgreiche Verein Toronto Football Club, hat die Meisterschaft gewonnen, hat sich zu einem der stärksten nordamerikanischen Vereine im Männerfußball entwickelt. Deswegen wurde hier die Ehre zuteil, das Eröffnungsspiel zu spielen. Dazu spielt Kanada auch seine Heimspiele hier. Das Finale findet, wie schon das der Weltmeisterschaft der Frauen vor 5 Jahren in Vancouver statt. David hat mal ein bisschen Platz vor sich. Mathieu mal aufgepasst. War diese Verteidigung mit Lawrence und Mepham. Erstgenannter, bekannt aus der zweiten Bundesliga vom FC St. Pauli. Hingewechselt letzten Sommer. Arfield. Piet. Und Hennessy, schauen Sie mal, was für eine Körpersprache beim Torwart von Wales. Wäre ein Traumeinstand, mit einem Sieg zu starten. Aber noch ist der Weg weit. Allen zum nächsten Eckball für Kanada. Ja, die Ecken nicht schlecht. Immer flach und scharf vors Tor getreten. Finden nur noch keinen in Rot spielenden Kanadier. Piet. David versucht, Orlet zu finden. Hennessy ist da. 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte hier im National Soccer Stadium, so heißt es, für die Länderspiele und auch für den Weltpokal. Sponsorenfrei. James nochmal. Gute Ballannahme. Cordova hat aufgepasst gegen James. Jetzt ist Halbzeit in Toronto. Erste Ernüchterung. Es ist leider so gekommen, wie es fast schon befürchtet wurde, dass dieser Gastgeber es wirklich schwer haben würde, in diesem Turnier eine große Rolle zu spielen. Schauen wir mal, was im zweiten Durchgang geht. Die Waliser haben die eine Chance genutzt durch Sam Vokes. Wir melden uns gleich wieder mit Durchgang 2 des Eröffnungsspiels des 4. Weltpokals hier in Kanada. Der Gastgeber gegen Wales. Bis gleich.